So, hier. Das ist der Helmtempel. Hier unten ist keine Taverne. Das sieht wie eine Taverne eigentlich aus. Könnte allerdings auch nur ein großes Herrenhaus sein. Falsch, das wollte ich nicht. Also zu meiner Truppe springen. Nichts leichter als das. Hier rumreisen. Weil hier ist nur die errötende Nixe. Hier unten ist gar kein Gasthaus. Und das dürfte auch kein Gasthaus sein. Nichts leichter als das. Gut. Bist du ein Gasthaus? Das ist die Frage. Vor allem bist du der Stör. Du bist auf jeden Fall schon mal ein Gasthaus. Bellamy. Beinahe unter meiner Würde. Wie heißt dein Gasthaus? Ach, das sind die drei Fässer. Okay. Das ist schon mal nicht der Stör. Beinahe unter meiner Würde. Ah. Du bist ein kaputtes Haus. Und das da oben sind alles Zivilhäuser, so wie sie aussehen. Ja, du bist nur Dings, Ramazits Haus, genau. Nein, das ist ja auch nicht der Stör. Das Gebäude, eins von den Gebäuden hier. Ich weiß nicht, dass ich eins dieser Gebäude als ein Gasthaus erkennen kann. Das ist kaputt. Also aus den Angeln, also geplündert. Und alle anderen sind keine Gasthäuser. Gucken wir hier nochmal. Gibt es hier irgendein Haus, was wie ein Gasthaus aussieht? Du bist Taverne Drakon. Philonius Gists Herrenhaus. Geflügelfachgeschäft. Ja, das war das. Hier drüben vielleicht. Die Häuser sicher nicht, das Haus auch nicht. Die Häuser hier auch nicht. Nein, auch kein Stör. Das Ding hieß doch Stör. Ankeckpanzer, Ska. Blablabla. Nekromantin. Halbelfische Kämpferin. Zwerg namens Jenten. Nadine hat mich gebeten, ihrem Sohn zu Talisman übergeben. Die könnte hier wohnen, theoretisch. Aber ich wüsste nicht mehr, in welchem Haus. Beinahe unter meiner Würde. Nee, das ist das Flügelfachgeschäft. Okay. Hier war auch kein Stör, hier war nur das Elfgesang. Genau das hier. Alle anderen waren keine Tavernen. Gut. Am Hafen war auch kein Stör, oder? Hier, oder? Was ist das? Jopalins Taverne. Nein, das sieht hier alles nicht nach einem Stör aus. Da ist nur das Schiff, wo wir den einen
Kerl finden sollten. Die sieht auch nicht nach einem Stör aus. Okay. Gut. Weil solange es Nacht ist, will ich versuchen, die Quest auch zu machen. Was ist mit hier bei der flammenden Faust? Gemeinschaft der sieben Sonnen. Beinahe unter meiner Würde. Gemischtwarenladen. Städte sind immer so beängstigend. Noch ein Gemischtwarenladen. Das Haus ist nichts. Also nichts Begehbares. Hier ist die flammende Faust. Das war's hier auch schon eigentlich. Außer du da vielleicht. Was bist du für ein Haus? Du bist gar nicht beschildert. Du auch nicht. Nee, wenn das Ding, dann müsste der schon beschildert sein. Ja, gut. Was ist mit... da war ich da eigentlich vorhin schon. Das ist, hier ist nur der Elfgesang. Gut. Ups. Das wollte ich nicht. Da habe ich jetzt nämlich aus Versehen auf den freundlichen Arm geklickt. Was? Gut. So. Was ist hier? Ist hier vielleicht der Stör? Das würde passen. Hier ist die eine große Taverne. Hier war der Laden. Hier weiß ich nicht, was es ist. Du bist ein Gemischtwarenladen. Gemischtwarenladen. Beinahe unter meiner Würde. Am Hafen war ich, da war er nicht. Hier war er nicht, hier nicht. Gib mir nochmal das Tagebuch. Da bla bla bla. Erstmal nochmal das mit dem. Ja, ein Dieb aus meiner Gruppe soll nahe den Darkwalk im Gasthaus zum feiernden Stör treffen. Gehen wir zum Haus, dem Malon Blades und sein Partner. Er und sein Partner Wedge werden in das Haus gehen, während ich draußen Wache schiebe. Also feiernder Stör. Und hier unten war ja irgendwo. Genau, Priel Barra wird im Gasthaus zum feiernden Stör warten. Können ihn, wenn wir den Auftrag, werden wir Bilbara im feiernden Stör wieder treffen. Beinahe unter meiner Würde. Wir haben Bilbara hier getroffen. Das weiß ich noch. Hier unten ist kein Gasthaus. Hier ist nur das Zählhaus und daneben ein Lagerhaus. Und ein paar andere Häuschen daneben. Das ist der Mauerrand. Das ist die errötende Nixe. Das ist der Latander-Schrein. Halt, wo wollt ihr alle hinlatschen? Schön da geblieben. Hier unten ist auch kein feiernder Stör. Ha. Hier war er aber auch nicht. Du hast kein Schild an dir, du bist eh ein kaputtes Haus. Kameradschaft, Abenteuer, und das Klären von Schwertern. Der Stoff aus dem Legende sind nicht wahr, Bo. Hier wären noch ein paar Privathäuser, die man betreten könnte, aber nein. Da ist der Helmtempel. Und hier unten war kein Gasthaus. Das ist echt nicht einfach. Weil das sind die drei Fässer hier.
zu den drei alten Fässern, ja, genau. Ja, beinahe unter meiner Würde. Wenn, dann muss das Haus hier oben sein, wenn sie in eine Villa einbrechen wollen, also in Taverne. Das hier zum Beispiel. Ne, hier könnte ich rein. Was bist du zum Beispiel? Du bist nur ein Herrenhaus. Du bist Helm und Umhang. Du hast nirgends ein Schild. Dann bist du... Achso, du bist das garstige Haus gewesen. Du warst auch nur ein normales Haus. Du auch, du auch. Ich gebe das langsam echt auf. Hier war das, die funkelnde Klinge. Hier bei der flammenden Faust. Das war die Gemeinschaft der Sieben Sonnen. Das war die andere. Das Handelskonsortium. Es wäre auch echt ein bisschen gemein, wenn das Gasthaus nicht angeschrieben ist. Du bist die Gemeinschaft der Sieben Sonnen, genau. Die hier oben sind gar keine Gasthäuser, soweit ich weiß. Wirtshaus zum alten Knacker. Du bist auch nicht das richtige Wirtshaus dann. Gut. Ha. Und hier war gar keins. Hier haben wir nur die beiden Häuser hier, von denen keins, glaube ich, ein Wirtshaus ist. Wir haben dieses Haus hier, das, glaube ich, ein Privathaus war. Joplins Taverne, die wollen wir auch, suchen wir auch nicht. Das hier sind Lagerhäuser. Das hier ist in Privathäuser. Da ist die leuchtende Taverne, da das Haus des Hafenmeisters. Gut. Gott, wir waren doch schon überall. Und hier ist die Diebesgilde. Und der Elfgesang. Hier ist auch kein feiernder Stör, soweit ich weiß. Hier ist nur ein Eingang in das Gebäude. Eingang in das Gebäude. Beinahe unter meiner Würde. Findest du nicht? Nee, da muss ich wirklich an den Kurtisanen vorbei. Gehe ich jetzt in den Elfgesang. Malz Waffengeschäft. Gemischtwarenladen. Elfgesang, genau. Nichts leichter als das. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber alles, was Gold ist, glänzt in jedem Fall. Einen wunderschönen guten Tag, mein spitzbübischer Geselle. Mir kam heute Morgen zu Ohren, dass sich im Haus der Wunder ein mysteriöser Einbruch ereignet hat. Man sagt, die Post versierten Einbrecher wären wie die Geister erschienen und wieder fort gewesen, ehe noch die Wache Halt rufen konnte. Eine wahre Räuberromanze mit euch und mir den Haupttreuen. Ihr habt euch eures Unwilles erwiesen, mein Freund. Hier habt ihr 500 Goldmünzen und ein hübsches kleines Prachtstück aus meiner ganz privaten Sammlung. Es fällt mir schwer, mich davon zu trennen, doch das hier gleicht den Verlust bei weitem aus. Lebt wohl und auf Wiedersehen. Ein Haufe Gold. Und ich kriege einen Stab und ein Langschild. Cool. Gut. Hm? Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Dann suche ich jetzt mal, versuche jetzt mal das Haus zu finden, in dem die gute andere Frau wohnt, um mir Bescheid zu sagen, dass ihr Sohn den Anhänger gekriegt hat.
Die war irgendwo entweder im oberen Ring oder gleich am Anfang, wenn man durchs Tor in den oberen Ring kommt. Die war auf jeden Fall nicht unterhalb.